Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir den Schlüsselschwertfriedhof betreten und jetzt sind wir wahrlich nur noch ein Gebiet vom letzten Kampf entfernt. Das wird übrigens der letzte Part von Ventos Story. Das werde ich schon mal hier ankündigen. Und ja, was habe ich aus Kingdom gemacht? Ich habe aus Kingdom. Boah, mein Hals. Nur alle Fertigkeiten besorgt. Das ist relativ einfach, wenn man eine Liste hat, wo man angezeigt bekommt, was für Sachen man verbinden muss, also fusionieren muss und welche Kristalle man benutzen muss. Und ja, würde ich nur jeden raten, wenn ihr alle Fertigkeiten haben wollt. Und ja, so sieht mein Deck mittlerweile aus. Ein bisschen Standard hier. Sturmlauf, Multiwurf, Aerogar, weil Ventus halt, ne? Zweimal Vita. Ich habe keinen Vigra, könnte ich mir locker kaufen, aber was soll's. Und ja, habe ich noch. Und eigentlich nichts Neues. Blitzstrahl, das habe ich freigeschaltet, glaube ich, indem ich... Weil nicht... Das habe ich zufällig bekommen, als ich irgendwie eine Kommandofusion gemacht habe. Und ja... Weiß ich nicht genau, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es bekommen. Ja, hier habe ich nicht viel gemacht. Ich habe nur Überraschungen hochgelevelt, um mehr Geld zu bekommen und so. Sonst nichts. Werde ich nicht alles komplettieren hier, weil das ist eigentlich nur so nebensächlich. Und ja, vielleicht werde ich das irgendwie so am Ende, wenn wir die optionalen Bosse und so machen, nachholen, aber im Moment brauchen wir das nicht. Ich bin übrigens Level 40, das müsste eigentlich reichen, um die in dem finalen Kampf jetzt zu überleben. Außerdem habe ich alle Fertigkeiten, also dürfte das jetzt nicht so schwierig sein. Obwohl, ja, vielleicht doch. Mal sehen. Jedenfalls, wenn euch der Part gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf zum letzten Kampf. Und zwar zu einem Gebiet, das wir kennen dürften. Aus dem Intro. Ein Gebiet mit sehr vielen Schlüsselschwertern. Geil, wa? Haben wir einige Bekannte? Nee, ne? Das sieht aus wie Fenris zum Beispiel. Als antike Dinger. Ich muss euch vorstellen, so viele Schlüsselschwertträger gab es früher. Und ja, ich sagen, wir gehen dann da rein. Mal gucken mal, was auf uns zukommt. Oh, ich freue mich, das ist definitiv der beste Teil im gesamten Spiel. Egal mit welchem Charakter man spielt. Oh, da haben wir Terra. Und Aqua. Nicht so begeistert aussieht. Deswegen wohl. I was told the master was struck down. Yes, that's right. I was stupid and helped Xehanort do it. The master, he tried to hurt Ben. I only fought because I wanted to protect him. But I was tricked. Xehanort set the whole thing up. Also, he could awaken the darkness inside me. You were right, Aqua. And so was the master. I did need to be watched. I went astray. But no more. What else is darkness but hate and rage? Xehanort is feeding the dark fires within you, making you fight. You'll go astray again. Tell me, how does that honor our master's memory, Terra? Und da kommen wir angetrottet. Oh boy. Oh, schöne Musik. Xehanort wants me and Benitez to fight.
make some kind of keyblade. But the master said we can't let that happen. And he tried to destroy me for it. Keyblade? I still don't know exactly what it is. But it scares me to death. Even just the thought of it. Das ist interessant, welchen Perspektive man anfängt, ne? Wenn wir mit Terra angefangen hätten, hätten wir nie erfahren, was es mit der Keyklinge auf sich hat. Jetzt wissen wir nicht, was mit dem Meister passiert ist, außer bis zu diesem Zeitpunkt. Aber Aqua ist man dann vollkommen im Dunkeln, oder was? I'm asking you, as a friend, just put an end to me. Das ist eine sehr schwierige Frage, die du stellst. Bitte, meine ich. Und da kommt unser heutiger Bösewicht. Behold, these lifeless keys used to be full of power, united with the hearts of their masters. On this barren soil, keyblades of light and darkness were locked in combat. As a great keyblade war raged, countless keyblade wielders gave up their lives, all in search of one ultimate key, and it will soon belong to me. Keyblade. Ich find's einfach jedes Mal so geil, wenn Xehanort noch den Mund aufmacht. Das war immer so gepackt. Ja, jetzt kommen ein paar bekannte Szenen übrigens. Willkommen zum besten Teil im gesamten Spiel. Egal mit welchem Charakter man spielt. Die entscheidende Schlacht zwischen den drei Schlüsselschwertkriegern, Xehanort und Vanitas. Jetzt kriegen wir noch eine Fresse. Vielleicht solltet ihr mal andere Schlüsselschwerter einsetzen, außer die, die ihr am Anfang schon hattet. Ja, vielleicht eine Idee. Alten Mann hat das ganz schön drauf, ne? Ben, are you okay? Sieht nicht so aus. Ja, da oben erscheint was. Wir kennen dürften. Kingdom Hearts. Das ist auch jemand, den wir kennen. Jetzt kommt noch jemand, den wir kennen. How about you leave the popsicle with me, so you can go have your little fight with Terra.
You can't be too happy about him deep sixing your master. Who are you? Haben wir den besten Charakter der gesamten Serie? You think you two have got some grand role to play? As if. You're only here so that when I finish you off, Terra will succumb to the darkness. So, who wants to go first? Was wegen? Shut up! Oh, so this kiddo thinks he's a full-fledged Keyblade wielder. He's got the angry look down. Go ahead if you want to waste your time. Keep trying to drive us apart with your mind games. It'll never work. Deswegen will Xehanort, Nord, dass Terra sich der Dunkelheit ergibt. Terra will prove to you he's stronger. Aqua. Na, wir können leider nicht viel machen, außer eingefroren am Boden zu liegen. I was frozen today. Ja, einen epischen Kampf später, nehme ich an. I keep forgetting, don't mess with Keyblade wielders. But you know what? That just means I made the right choice. Well, he wanted me to buy time, and I'd say he got it. What? Ja, und einfach ab. Will! Willinge mal da. Geil. Aqua. Geiler finaler Kampf. Und ja, wir kloppen uns mit Vanitas schon wieder. Genau das, was wir eigentlich verhindern wollten. Oh ja, wir müssen uns halt an die Situation anpassen, oder? Komm her, ja. Oh Gott. Ja. Muss ich treffen so? Ich glaube nicht. Aua. Treff dich so nicht. Komm mal da runter. Jawohl. Man hört ein bisschen von Zoras Thema in seiner Musik, ne? Muss nur mal anmerken. Hey. Ah. Oh, da klappt sogar. Klappt sogar. Was? Ja, was Velocitat ist. Naja. Boah. Macht ganz schön Schaden noch. Kommt er wieder. Ich habe, glaube ich, eine Möglichkeit, wie wir ihn treffen können. Ah. Aufliegen, na. Trifft mich gar nicht damit. Und da runter. Ich kann ihn damit nicht treffen. Er mich aber irgendwie auch nicht. Ich dachte immer, ich wäre unbesiegbar. Während diesen Angriffen. Da kann man schon so ein bisschen Erfahrung mit seinem Kampfmuster. Das ist leider nicht. Au.
Gleich haben wir ihn. Kann stark genug sein. Irgendwie kann ja eigentlich nicht passieren, aber warte. Glaubst du wohl selber nicht. Boom. Unser neues Multifokus-Kommando. Wie gefällt's euch? Wie gefällt's dir, Vanitas? You've done it, Ventus. Now that my body is about to perish, you and I will have to join together. Und das ist eine sehr gute Überraschung. Ja. Warum sieht er so aus? So halt irgendwie cooler. The inverse come from you? It happened when you and I were split into two. The negativity took shape as these monsters. They are what I feel. A horde of fledgling emotions under my control. I released them in all the worlds I could. Hoping to lure you away from home and isolate you from your master. We needed to make you stronger. The Unversed were the perfect opponents. And better yet, no matter how many times you defeat them, their negativity flows right back into me. You never stood a chance against us, Ventus. Oh man. Aqua, Hilfe. Ja, okay. Oder auch nicht. Das ist das. Vanitas sieht so aus wie Sora. Hat die Unversierten erschaffen. Wir sind alle verwirrt. Deswegen muss man alle drei Storys spielen, wahrscheinlich. Our union was not finished. The Keyblade shouldn't stay broken like this. Join me now. We can complete the Keyblade. I've got a better idea. How about I destroy you both? The Keyblade is made of your heart too, idiot. If you destroy it, your heart will vanish forever. Whatever it takes. Anything to save Terra and Aqua. It's always about your friends, isn't it? At least I have some. Run. I've become a part of their heart. Just as they become a part of mine. My friends are my power, and I'm theirs. Alles klar. Wir haben immer noch sehr geile Musik im Hintergrund. Auch eines der besten Sachen im Spiel. Ja, der letzte Kampf gegen Vanitas. Mit der kaputten Chi-Klinge. Warum nicht? Diese Säulen bedeuten ja, dass wir immer uns im Herzen von jemandem befinden. Das heißt, wir kämpfen gerade im Herzen von Ventus. Oder Vanitas auch. Weil wir sind da wieder verschmolzen. So. Okay, kann ich mal angreifen? Danke. Naja. Du hast zwei Königsanhänger. Machst aus einer krasse Kombination. Mit dem richtigen Schwert. Er hat wortwörtlich eine Klinge ausgerüstet. Das ist das erste echte Schwert, habe ich so gefühlt.
Da kann ich nicht bocken. Oh, ja. Oh Gott. Drei Angriffe. Noch einer. Ja. Eigentlich schafft man das meist ja auch mit normalen Angriffen, ne? Oh nein. Ja, ich bin die Luft halt, ne? Ich auch blocken. Kann ich sogar. Naja, Abschlusskommando halt, ne? Oh. Sehr viel schwieriger ist er jetzt auch nicht. Vielleicht doch ein bisschen überlevelt. Aber was soll's. Ich will die Kämpfe nicht machen, weil sie eine Herausforderung sind, sondern weil die episch sind. Kingdom Hearts Breath of the Wild hat definitiv die epischsten Kämpfe von allen Kingdom Hearts. So. Das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt zu sagen, dass ich nicht genau weiß, wie dieser Punkt hier funktioniert. Oh Gott. Reik, nein, falsch. Andersrum. Ja, man muss auf jeden Fall das Ding da füllen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Man muss so weit. Ja, oder das hat auch funktioniert. So, Bams. Ja. Oh, noch einmal, glaube ich. Schlussstrich. Mehr. Frisst das, Vanitas. Oh, schön. Das war's dann wohl für ihn. Ich glaube, ich war ein bisschen zu stark für diesen Kampf. Aber egal. Ja, und Vanitas ist raus zu unserem Herzen, wie es aussieht. Aber wir sind auch weg. Xehanorts Bericht Nummer 10. Okay, wo habe ich den denn gefunden? Was passiert jetzt mit uns? Oh, da sind wir. Wir tun im Weltenmeer rumfliegen mit Aqua, die unsere Hand hält. Und da kommt Mickey. Ich habe betrunken wieder durch die Gegend fliegt. Sehr gut. Ja, und diese Szene haben wir auch schon oft gesehen. In anderen Kingdom Hearts Teilen.
mit Sora und Roxas. This place. I've been here. So warm. I remember now. This is your heart. Und wir hören Stille. Das kann nur eins bedeuten. Und zwar, dass ein sehr bekanntes Lied im Hintergrund läuft. Und ja, das muss ich natürlich wieder stumm schalten wegen Copyright und so. Ich weiß nicht, ob das auf dieses Lied hier auch zutrifft, aber es ist, glaube ich, ist das? Ja, es ist Simple und Clean. Nur die Orchesterversion halt. Ich will jedenfalls auf Nummer sicher gehen. Ihr könnt euch irgendwie, weiß ich nicht, auf YouTube das Lied hier öffnen oder so. Dann habt ihr das Lied auch im Hintergrund, aber sonst. Ja. Hey Joel Osment. Ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Der Typ, der Vanitas spricht, spricht auch Sora, glaube ich. Und ja. Man weiß nicht. Gut darin ist, hier Stimmen unter Helm oder Masken so zu erkennen, dann hätte man das vielleicht noch bemerkt, aber Bashful, Happy, Sneezy, Grumpy, Dopey, okay. Ich kenne nur Zippel. Zippel ist korrekt. Und ja, wie gesagt, also nicht wie gesagt, aber das ist nur die erste Story von dreien gewesen. Als nächstes kümmern wir uns um die Story von Aqua. Welche so, jedenfalls was das Ende angeht, ein bisschen so mit Ventus Story verbunden ist. Die offizielle Reihenfolge ist ja Terra, Aqua und Ventus. Oder nee, Terra, Ventus und Aqua, glaube ich. Weil man spielt dann die Reihenfolge, wie die Leute die Welten besucht haben. Im Normalfall ist es nämlich so, dass Terra immer als erstes irgendwo ankommt. Gefolgt von Ventus und dann Aqua. Deswegen sollte man diese Story, diese Reihenfolge auch hier übernehmen. Aber ich habe mit Ventus angefangen und ich werde mit Aqua weitermachen, weil ich denke, dass die Story immer besser wird mit den Charakteren. Also für mich hat Terra die interessanteste Story. Und ich bin auch so ein Fan davon, wenn man irgendwie, weil nicht, irgendetwas per Prequel oder so erklärt, also per Vorgeschichte, so wie hier in Kingdom Hearts Birth by Sleep. Seit wir erst eine riesige Story haben und dann alles per Vorgeschichte erklärt wird. Damit die Fragen und sowas alles hier gelüftet werden, die man vielleicht im Hauptteil hatte. So wie in Star Wars. Erst kam ja Episode 4, 5 und 6, und dann kam 1, 2 und 3. Oder wie in Fire Emblem, da kam ja auch erst der siebte Teil, ne, der erste, der sechste Teil und dann der siebte Teil, welcher die Vorgeschichte erzählt hat. Aber da der sechste Teil ja nie außerhalb Japans rauskam, haben alle zuerst den siebten gespielt. Dann mehr oder weniger die richtige Reihenfolge gespielt. Aber naja. Was hat schon? Kommt nicht normalerweise noch so Clips hier so? Was aus den Leuten allen geworden ist? Ah ne, ich glaube, das ist in Kingdom Hearts 1 und 2 so, ne? Der Sound geht an. Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ein Drittel haben wir geschafft. Als nächstes kommt die Story von Aqua. So, Schwierigkeitsgrad, Profi, Vollständigkeitsgrad der Berichte, 57%. Okay. Achso, ja, okay. Ich würde sagen. Elings, Asakanum, Konsti, Asphyositatis, ausgezeichnet. So, jetzt müssen wir speichern. Jetzt werde ich euch zum ersten Mal zeigen, wie viel Speicherstände ich habe. Eine ganze Menge nämlich. Ich hoffe, man kann nicht nur begrenzte Anzahl von Speicherständen haben. So, hier haben wir aufgehört letztens. Schlüsselschwert, Friedhof. Das war, wo wir gerade geladen haben. Jetzt tue ich einen neuen Spielstand hier speichern. Wo ich hätte eigentlich auch den alten nehmen können. Und ja. Weiß nicht, was ich mit dem Spielstand machen werde, ob ich jetzt... Ich werde auf jeden Fall offscreen hier wieder ein bisschen hochtrainieren, einige Sachen machen und sammeln. Und... Die werden später wichtig werden. Sollst du also behalten.
Wow, du hast die letzte Episode freigeschaltet. Um sie spielen zu können, musst du... Ja, das ist ein bisschen zu spät. Die schaltet man eigentlich erst frei, wenn man alle Charaktere abgeschlossen hat. Und da ich das schon gemacht habe, wird mir die jetzt schon angezeigt. Aber muss nicht. Ich habe die schon... Ich habe die letzte Dinge schon freigeschaltet, also muss das nicht angelegt werden. Und ja, hat sich der Titelbildschirm jetzt geändert? Ich glaube ja. Jedenfalls, wir fangen dann in der nächsten Folge wieder von neu an, aber mit Aqua. Ja, jetzt haben wir wieder alle drei, gut. Und ja, ich muss sagen, Aqua ist für mich irgendwie der beste Charakter im Spiel. Was irgendwie ironisch ist, weil ihre Synchronstimme und ja, ich sag mal, die Performance der Synchronstimme ist die schlechteste von allen dreien. Aber darüber kann man locker wegsehen, wenn man das Spiel schon ein paar Mal gespielt hat und ja. Oder während man das Spiel schon spielt. Und ja. Aber ich finde Aqua ist am interessantesten von den dreien. Terra hat die interessanteste Story. Aber Aqua ist so vom Spielprinzip her irgendwie die beste Charakterin, finde ich. Also freue ich mich schon darauf, dass wir mit sie nächstes Mal anfangen können. Wenn das alles gut läuft, haben wir es alles so in 40 Parts oder so schon hinter uns. Ja, klingt irgendwie so schlimm, ne? Jetzt würde ich das Projekt schnell wie möglich hinter mich bringen wollen. Was ja auch eigentlich stimmt. Aber ja, ich möchte nicht durchwaschen. Obwohl ich schon so ein bisschen vor. Ich komme mir so vor, als hätte ich jetzt schon ein bisschen durchgewascht, aber was soll's. Ich will das Spiel ja noch vor, zu Ende spielen, bevor das nächste Kingdom Hearts Spiel rauskommt, was am 24. glaube ich rauskommt. Ich werde natürlich nicht direkt am 24. das Spiel jetzt playen. Ich werde wahrscheinlich wieder eine Woche oder so irgendwas warten, weil ich mag es nicht, irgendwie so einen Tag, nachdem ein Spiel rausgekommen ist, direkt ein Let's Play davon zu machen. Weil dann könnte ich vielleicht ein paar mehr Views oder so bekommen, aber ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen respektlos gegenüber den Machern des Spiels. Vor allem, die sehen es ja auch nicht gerne, wenn man im Vor-Release-Tag irgendwie das Spiel schon let's played. Was schon einige Leute auch machen. Ich habe, glaube ich, schon irgendwie so ein Video gesehen oder so, meine Empfehlungsboxen, wo jemand Kingdom Hearts 2.8 am Zocken ist. Ich weiß nicht mehr, wer das war oder so. Weil das finde ich irgendwie unverschämt. Und ja, ich glaube, das war es dann. Ich möchte jetzt nicht zu lange noch hier reden. Wir, wenn... Wenn die Story an diesem Punkt, ich weiß nicht genau, wie ich das mit den optionalen Bossen und so handhaben werde, aber im nächsten Part sehen wir uns dann wieder, wenn wir ein neues Spiel machen, und zwar mit Aqua. Ich bedanke mich dann allherzlich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen. Und dann sage ich hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss, wieder Edgy.